Hallo liebe Shakes and Fidget Freunde, hier ist Winnie von MS Gamer TV und ich möchte euch in dem heutigen Video gern ein neues Update vorstellen. Und zwar, wenn ihr auf Optionen geht und dann hier steht Gegenstände vergleichen, da ein Häkchen macht, dann gibt es eine kleine Änderung im Waffen- und Zauberladen, und zwar diese Änderung hier. Auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend. Nun, diese Option ermöglicht euch, ge den Gegenstand, den ihr gerade besitzt, mit dem Gegenstand hier in dem Laden direkt verglichen. Also welche Attribute sich erhöhen und welche sich senken. Und bei dem Schild hier zum Beispiel würde jetzt die Ausdauer um 160 steigen, weil er das Schild nur Stärke hat. Stärke hat es nichts, also senkt es sich wieder um 316. Und bei Intelligenz steigt es auch auf 150. Was ich zu diesem Update halte, ich finde es eigentlich den größten Mist, weil man ja weiß, jeder der drei Klassen, also Krieger, Magier und Kundschafter, haben jeweils ihr Hauptattribut. Das ist beim Krieger jetzt die Stärke, beim Kundschafter natürlich das Geschick und dann bleibt ja nur für Magier die Intelligenz. So, Ausdauer und Glück sind Nebenattribute, die für jeden ganz wichtig sind. Also beziehungsweise Ausdauer ist wichtig, Glück ist ja für jedermann seine eigene Entscheidung, wie er das macht mit dem Glück. Ja, also ich finde halt diese Option nicht gut. Und zwar hat das auch einen Grund, dass man ja halt, sagen wir, wir vergleichen jetzt diesem Schild hier mit meinem. Ich weiß, ich bin Krieger, Stärke ist mein Hauptattribut und es empfiehlt sich ja halt von den normalen Gegenständen her immer die Gegenstände zu nehmen, die halt das Hauptattribut verstärken. Bei Epics ist es klar, ein 3-Attribute-Epic ist jetzt zum Beispiel gut gegen Kundschafter und Magier als Krieger, aber gegen Krieger selber empfiehlt sich halt, was jetzt den Dungeon angeht, eigentlich auch im Arena-Kampf, aber jetzt mehr auf den Dungeon bezogen. Da macht es mehr Sinn, halt stärkere Items zu nehmen, weil sie halt das Hauptattribut verstärken und somit den Schaden erhöhen. Die Nebenattribute wie Geschick und Intelligenz, die ja noch am unwichtigsten sind für den Krieger, haben auch eine kleine Bedeutung. Und zwar ist es ja so, wenn man jetzt als Krieger gegen einen Geschickgegner kämpft und jetzt auf Geschick skillt, dann würde man den Schaden des Gegners reduzieren. Aber seinen eigenen Schaden würde man dadurch nicht stärken, wenn man jetzt dann auf Geschick skillen würde. Also macht es jetzt kaum Sinn, halt gegen als Krieger gegen Kundschafter nur auf Geschick zu skillen, nur um halt den Schaden zu reduzieren. Man selber macht ja dann weniger Schaden und dann ist es so, dass man meistens verliert. Also ich empfehle euch halt mit dem restlichen Gold, was ihr noch übrig habt, die beiden Werte jetzt in dem Fall beim Krieger zu skillen, also Geschick und Intelligenz. So, und dann halt nochmal auf das Update zurückzugreifen. Es ist halt eher praktischer, wenn man halt nur guckt, ist in diesem Gegenstand das Wort Stärke enthalten, also das halt die Attribute erhöht. Und wenn da halt nur Stärke steht, dann ist es halt schon empfehlenswert, das Item zu vergleichen, aber das schafft man auch innerhalb von einer Sekunde. Man schaut sich seinen Gegenstand an und dann wieder den anderen. Da braucht man sich extra rechts diese negativen und positiven Zahlen. Also, das finde ich ein bisschen überflüssig. Und ich denke mal, die meisten Shakes and Fidget Spieler, die schon lange dabei sind, geben mir bestimmt recht. Also, es ist halt schon eine Gewöhnung. Für die Leute, die jetzt neu anfangen, weiß ich jetzt nicht, ob die damit besser klarkommen oder halt mit der Standardfunktion. Auf jeden Fall ist es gut,
dass man bei dieser Option sagen kann, ja, ich möchte das gern benutzen oder nein, ich will lieber standardmäßig weiter die Gegenstände auf meine Weise vergleichen. Deshalb kann man hier dann wieder das Häkchen wegmachen. Und das finde ich schon mal gut, weil ich finde diese Option unnötig halt. Gut, das zum Update. Holen wir uns jetzt mal die Stadtwache ab. Gehen auch direkt mal ins Tavernenklo. So, da gibt es auch noch eine kleine Verbesserung. Diesmal wieder gelungen. Also, das ist jetzt keine besondere Verbesserung, aber man weiß halt, dass man schon was ins Klo geworfen hat. Weil ich werfe jetzt hier was rein. Und dann müsste eigentlich. Okay, das ist jetzt bei mir komischerweise nicht. Normal war das jetzt so, dass man, wenn man was ins Klo geworfen hat, dass die Toilette dann noch irgendwie heller leuchtet, damit man direkt sieht, aha, da wurde schon was reingeworfen für diesen Tag. Aber das scheint jetzt hier nicht zu sein. Habe ich da irgendwie was falsch gelesen im Forum? Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Naja, egal. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ich fände es halt schon ganz nützlich, wenn man dann sieht, aha, die Toilette leuchtet heller, man weiß, man hat schon was reingeworfen. Weil man, es ist ja halt blöd, wenn man dann am Ende sein Alu gemacht hat, dann die Stadtwache und dann merkt man kurz vor Mitternacht oder halt kurz nachdem man offline gegangen ist und nicht mehr spielen kann quasi. Oh, ich habe noch was ins Klo werfen können. Das heißt wieder 25 Mana oder sogar 50 Mana, wenn Epic halt, wären jetzt fehlend. Also man hätte dann schon weiter sein können, aber gut, dann muss man halt jetzt noch dran denken. Ich persönlich mache es immer eigentlich so, dass ich direkt am Anfang einen Gegenstand ins Klo werfe. Meistens ist das möglich, weil ich ja Gold durch die Stadtwache kriege und dann kann ich mir meistens dann einen Gegenstand aus dem Laden kaufen. Gilde. Gildenkrieg gegen die Schlächter. Ja, haben besiegt. Das war ja ganz in Ordnung. Gut, das wäre dann geschafft. Ja. Die Schlächter sind jetzt gerade unsere Angriffsgilde und wir werden immer noch von Datteln angegriffen. So, und dann schauen wir mal. Boy of Chaos, you can say goodbye. Ne, der ist in meiner Gilde, aber ich wollte auch sowieso nochmal wegen Sammelalbum gucken. Da ist noch knapp der Krieger vorne. Hinten meine ich. Da sollte mal wieder was Neues dazu kommen. So, und dann den Dungeon. Es ist ja auch noch die Rede von einem weiteren Update, wo dann irgendwie so ein sogenannter Spiegel eingeführt werden soll. Aber ich habe leider keine Informationen bisher, was genau dieser Spiegel auf sich hat. Und zum Thema Events. Da ist Folgendes demnächst wieder am Start, und zwar das Gold-Event. Das ist jetzt nicht morgen bzw. Sonntag, sondern darauf das Wochenende, also der Samstag und Sonntag. Da gibt es wieder ein Gold-Event. Und dann fürs weitere September ist dann in der letzten Woche noch ein Epic-Event. Ich bin noch am Überlegen, aber ich denke mal, ich werde mit meinem Krieger und meinem Kundschafter mal ein bisschen blättern, und diesmal werde ich natürlich auch eine Aufnahme machen. Also hatte ich ja natürlich auch letztes Mal, aber da habe ich ein bisschen Mist gebaut halt mit Camtasia. Und deshalb war das nix. War eigentlich schade. Man hat ja gesehen, ich war da voll epic und hatte einiges gefunden. Und hier haben wir
gerade einen Spülgang hinter uns gehabt vor 2 Tagen. Das heißt, bis hier der Mana-Tank wieder voll ist, dauert noch eine Weile. Postfach blinkt. Grüne Nachrichten, sehr schön. Hier haben wir gegen Apache Storm. Scheinbar habe ich mich nicht gemeldet. Gut, hier habe ich ja schon was ins Klo geworfen. Oh, 2 Geschick. 3 Geschick. Ah, das sind 2 Schuhe. Ja, aber sieht man direkt, man guckt halt sich die Gegenstände kurz an, sieht genug Geschick mit guten Werten. Ja, die Schuhe sind nicht schlecht. Die Rüstung ist zwar eher niedrig, aber für einen Geschickgegner auf jeden Fall brauchbar. Genauso der Helm, den werde ich auch mal kaufen. So, die Schuhe sind ja schlechter. Aber man sieht halt schon den direkten Vergleich. Das ist ja schnell zu erfassen. So, und hier haben wir auch eine Kette, die auch einiges besser ist. 16 Werte im Geschick, die ich mir jetzt nicht mehr leisten kann. Und super. Ja, das brauche ich jetzt fürs Klo, damit ich überhaupt noch was habe. Ach, das hab. Ja, sorry, das ist jetzt gerade noch eine neue Aufnahme. Ich habe es wieder total vergessen, dass ich ja gerade schon was ins Klo geworfen habe in der vorigen Aufnahme. Gut, dann können wir es ja verkaufen einfach. Dann werden wir erstmal so den Dungeon probieren. Nee, das hier ist ja der Skelettkrieger. Der ist ja ein stärker Gegner. Wieso brauche ich denn jetzt hier Geschicks-Items? Den brauche ich doch gar nicht. Es geht halt auch so. Und jetzt haben wir einen Glücksring bekommen. Also mit dem Attributen, kein Glücks-Epic. Ja, 143. Direkt mal ausbessern hier. Korrigieren. 143. So. Dann war hier der Gildenkrieg, der ja auch in der vorigen Aufnahme mit drin ist. Dann gehen wir rüber auf S21. Und hier ist auch ein Gildenkrieg. Ja, gegen Kuckucksnest. Hier natürlich immer noch für neue Spiele offen. Solltet zumindest in Stufe 20 sein und ein Sammelalbum führen. Zumindest besitzen. Also das Füllen des Sammelalbums passiert ja im Laufe der Zeit. Auch einen Shakes and Fidget Let's Player. Lohnt es sich auch mal reinzuschauen. Macht auch gute Videos. Ja. Den Gegenkrieg haben wir leider verloren. Und wir werden halt schon wieder angegriffen. Tja, das passiert halt, wenn man so plötzlich unter die Top 100 kommt. Schauen wir mal nochmal hier im Waffenladen. Nichts dabei. Gut, dann werde ich den Dungeon probieren. Ich bin nämlich gerade dabei, Gold zu sparen, denn wir haben geplant, in Kürze wieder ein Raid zu starten. Und der kostet ja auch wieder einiges. Von daher brauchen wir jetzt jedes Goldstück. Aber
Hier habe ich ja jetzt auch Toiletten, Schlüssel. Und wir können den ersten Spielgang starten. Bisher habe ich noch kein Epic aus dem Klo nach dem ersten Spielgang bekommen. Ich hoffe, diesmal funktioniert's, aber ich weiß halt nicht. Nee. Diesmal funktioniert's auch nicht. Wirklich schade. Aber dann halt beim nächsten Mal. So, dann schauen wir nochmal gerade bei Kickers da rein. Stadtwache. Bei dir heißt es ja Arbeit. Der Nahrungsladen hat wieder neue Energy Drinks oder sonstige Getränke und einiges an Futter. Ein Spiel gegen FC Groundhog. Greyhound, glaube ich, so das heißt. Ja, was hat die Kleidung so für uns? Da ist auch nichts Brauchbares. Leider bisher auch noch kein Epic bekommen. Kann man ja Bekanntheitsgrad 50 kriegen. Naja. Ich werde früher oder später mal eins bekommen, aber die Frage ist wann. Die Frage bleibt offen. Gut, dann war es das auch schon wieder von mir. Also nochmal ein Fazit. Shakes and Fidget Update. Mit dem Gegenstände verglichen ist aus meiner Seite unnötig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, dann freuen wir uns auf das nächste Video, was wahrscheinlich den nächsten Tagen kommen wird. Vielleicht noch dieses Wochenende, ansonsten am Anfang der nächsten Woche.